wirst es nicht glauben, aber dein Papa war mal richtig fame. Wir standen schon in allen Zeitungen, obwohl wir noch kein einziges Konzert gegeben hatten. Sogar bei einem Zeichentrick waren wir dabei. Numuski hatte alle Kontakte spielen lassen, was vielen nicht gefallen hat. Vor allem denen, die mit den Arbeitspraktiken von Numuski nicht einverstanden waren. Herzlich willkommen zu unserer großen Numuski-Show. Wie fühlt ihr euch? Ganz gut. Denkt dran. Egal, was jetzt da draußen passiert, alles, was zählt, ist das hier. Ja. Und ihr habt den BAM! Okay. Heute Abend, meine Damen und Herren, möchten wir Ihnen unser neues, hervorragendes Produkt vorstellen. Ihr seid bei meinem Gesicht. Geht raus. Schwarz nicht. Und hierfür haben wir Ihnen eine super Band eingeladen. Ladies and Gentlemen, hier live für Sie, Alias Love! Woohoo! Berlin, was geht ab? Wir sind Alias Love! Und wir freuen uns mega, heute das erste Mal hier im Tempodrom sein zu dürfen. Geht's euch gut? Wir spielen heute einen für mich sehr persönlichen Song. Er heißt Didi von Khaled. In Originalsprache auf Arabisch. Und wir haben einen Text dazu geschrieben, der ist auf Deutsch. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob wir ihn auf Arabisch oder auf Deutsch singen werden. Und wir haben uns dazu entschieden, diesen Song auf Arabisch zu singen. Ihr habt den Song nicht auf Deutsch gesungen, oder? Ihr wisst ja, was das bedeutet, Jungs. Ihr kriegt kein Geld von Numuski. Hey Samuel, bevor wir da rauf sind, hast du gesagt, vergesst nicht. Das Einzige, worauf es ankommt, ist das hier. Ihr seid gute Jungs. Ihr seid gute Jungs. Ihr seid Künstler. Ja, wir waren keine Interpreten mehr, keine Musiker. Wir waren Künstler. Ein Künstler ist jemand, der sich nur der Wahrheit verpflichtet fühlt, sonst nichts. Sei ein Künstler, mein kleiner Prinz. Fame ist nichts wert ohne die Menschen, die dein wahres Ich sehen können. Doch über die Wahrheit sprechen wir morgen, mein kleiner Prinz.